Okay. Einer geht noch. Nein, Mist. Wo gehe ich jetzt hin? Hilfe. Achso, hier beim Essen. Okay. Eingangshalle? Ja, also ich habe jetzt mir gerade meinen Mittag gemacht und habe dann überlegt, ach komm, die Arenaleiter und das Turnier, das mache ich jetzt noch. Ich plane das jetzt hier komplett in einer Folge zu machen. Ja, ich werde jetzt halt die Arenen hier, die Arenen nacheinander abklappern und dann, ja, das Turnier machen. Ich muss halt gucken, wie lange das dann jetzt hier alles dauert. Das könnte jetzt sein, dass ich das halt dann so schneide, dass ich halt von, also, ne, dass ich halt mit der Arena fertig bin, dann sofort in der nächsten Arena bin und so weiter. Es kommt jetzt halt darauf an, wie lange das jetzt hier alles dauern wird, auch mit dem Turnier und so. Ja. Also, ich würde sagen, auf geht's zur Käferarena. Okay, da sind wir auch schon. Also, ich lasse mein Team so wie es ist. Ich nehme auch nicht Koraida mit ins Team, was ich jetzt eigentlich machen könnte. Ja, ich setze mal Fiaro nach vorne, der sollte die optimale Wahl sein. Hallo, mein Name ist Rona und ich bin die Inhaberin der Konditorei Moko Rosi. Oh, du bist es. Sag bloß, du bist der frisch gebackene Chef, der gerade in aller Munde ist. Ja, das bin ich. Jo, ich lag also goldrichtig hier, aber du warst ja auch sehr stark, Käffchen. Meine Leckereien schienen dir damals auch geschmeckt zu haben. Jemand mit so gutem Geschmack muss einfach jede Menge Potenzial haben. Was sagst du da? Du schaust im Auftrag der Puck, des Top-Schirms bei mir vorbei. Die Arena-Inspektion? Oh je, die hatte ich ja komplett vergessen. Puh, ein Glück, dass ich zufällig gerade hier bin, um meinen Mitarbeitern Kuchen vorbeizubringen. Gut, dann gib mir doch noch bitte noch mal eine Kostprobe von deiner Stärke, also als frisch gebackener Champ. Jo. Es wird ein Spaß, hier kann man aber auch nicht gut kämpfen, gehen wir lieber woanders hin. Also so Rückkämpfe, vor was Arena-Leiter angeht, wünsche ich mir ja auch schon immer sehr lange. Aber ich denke halt, dass es halt leider nur bei diesem einen Rückkampf hier bleiben wird und dass ich das halt nicht ständig machen kann. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, mit wie viel Wucht du den Olivball gerollt hast. Man hätte fast meinen können, du wärst zum Typ Kampftiere kristallisiert. In wie vielen Arenen hattest du damals vor meiner schon vorbeigeschaut? Von der Akademie ist nur ein Mauzi-Sprung zur Moldert-Arena, also schauen viele Trainer zuerst bei uns vorbei. Deshalb hat mich der Top-Champ auch gebeten, die Herausforderung ein wenig in Zuckerwatte zu packen, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist zwar lieb, aber meine Käfer-Pokémon haben deswegen ganz schön oft im Kampf das Nachsehen. Sie tun mir richtig leid, die Armen. Umso dankbarer sind wir also für Gelegenheiten wie diese, wo wir uns nicht zurückhalten müssen, sondern richtig auf den Putz hauen dürfen. Dann werden wir dich jetzt mal schonungslos so Mürbeteig verarbeiten. Das ist natürlich auch eine coole Story, dass jetzt mal erklärt wird, dass das von der Pokémon-Liga so gewollt ist, dass die Arenaleiter nicht Vollgas geben. Weil an sich denkt man sich immer, ja toll, warum bist du Arenaleiter? Heute gibt es nur eine bittere Niederlage für dich. Fang bitte nicht an zu weinen, okay? Pfäh. Ajoas. Okay, Tiefschlag. Ja, reicht leider nicht aus. Er ist halt auch leider nicht die stärkste Attacke, ne? Aber ja, es gibt halt leider keine andere starke Flugattacke, die zumindest habe ich sie noch nicht, die physisch ist. Boah, das sieht cool aus, das glänzt ja richtig. Boah, Robustheit, ne? Ja, doof. Oh, Gott sei Dank. Das hätte jetzt richtig wehgetan.
Ah, wie cool sieht der Bild aus Frostelka aus, ey. Das ist ja richtig metallic. Scarborn, nö. Ich wechsle nicht aus. So, Ayoras. Ja, vierfach effektiv. Ach so, hier dieses komische Ding hier. Genau das. Was? Nee, das ist nicht gut. Next Strike. Oh. Okay, ich hoffe, dass ich dann jetzt gleich zuerst angreifen kann und dass der Flammenblitz ausreichen wird. Rosa Ring, okay. Der Typ Käfer steht für viel Durchhaltevermögen. Der Sieg ist nun nur ein Sprung entfernt. Okay. Dann einmal Flammenblitz bitte. Mein kleines Bärchen schlüpft aus seinem Kokon und breitet die Flügel aus. Aus. Oh Gott. Okay, das war's. Sehr schön. Gut gemacht, Fiamma. Okay, das wurde auch besiegt. Schade. Aber trotzdem, das war's. Du hast dich wirklich als etwas ganz Wunderbares entpuppt. Das war beeindruckend. Hut ab, du stehst dem Top-Champ in nichts nach. Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie honigsüß meine Idee schmecken kann. Wenn man sich endlich mal austoben durfte. So langsam glaube ich, dass es niemandem hilft, wenn man es herausfordern allzu leicht. Ach, im Ernst? Meister Koch Kumbo hat mir schließlich auch dazu geraten, mein Gebäck an eine eigene Note zu verleihen. Ja, das werde ich von nun an auch mit meinen Kämpfen tun. Und wenn Trainer dann darüber jammern, dass meine Arena zu schwer geworden sei, dann erkläre ich ihnen, dass man hin und wieder eine bittere Note im Leben braucht, um die süßen Seiten richtig schätzen. Ja, dann schreibt das hier nicht nur in die Kommentare, dann macht das jetzt auch. Oder halt hier in die Sprachboxen, sondern dann macht jetzt auch endlich mal die Arena schwerer. Also dann, wir sehen uns. Da wäre ich echt mal jetzt für. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Arena wieder. Und da sind wir auch schon. In der Psycho-Arena war hier gleich nebendran, ne? Oh, wenn das nicht Käffchen ist, wir haben uns aber lange nicht mehr gesehen. Bilde ich mir das nur ein oder bist du seit unserer letzten Begegnung noch schöner geworden? Das ich aber auch. Wo hast du denn die Kunst des Schmeichelns gelernt? Du bist ja ganz schön gereift. Sehe ich das richtig, dass du an Sagarias Stelle hergekommen bist? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit ihr ohnehin nicht so gut klar. Sie stiehlt mir mit ihrer bezaubernden Aura immer die Show. Deshalb bin ich froh, dass du sie heute vertrittst. Dir kann ich ganz unbefangen zeigen, was ich so drauf habe. Also dann wollen wir zusammen nach ultimativer Schönheit streben? Auf jeden Fall. Sehr schön, auf zum Kampfplatz. Okay. Vor einem Kampf fängt mein Herz immer an zu rasen. Jede Faser meines Körpers ist in Aufruhr. Und das Besondere, wenn ich gegen einen so reizenden Gegner wie dich antrete. Weißt du was? Ich bin gerade sehr glücklich. Du hast gelernt, dein Talent voll auszuschöpfen und ich bin sehr stolz darauf, mal einen Teil dazu beigetragen zu haben. Wenn ich sehe, wie andere Leute sich ins Zeug legen, dann gibt mir das Kraft. Es spornt mich an, selbst das Beste aus mir herauszuholen, ohne auch nur eine einzige Träne zu vergießen. Traurigkeit ist ein Begriff, der in meinen Watchers nicht existiert. Nur die Schönheit der Überraschung ist Teil meines Gefühlsspektrums. Ich werde dir zeigen, wie Gefühlsgymnastik geht. Okay, auf geht's.
Ich gebe dir eine Kostprobe meines Beauty-Geheimnisses, aber auf die harte Tour. Okay, dann machen wir gleich mal die Terra-Kristallisierung und dann kommt der Knirscher. Und dann sollte es ja eigentlich relativ easy sein mit Massifioso. Galagladi kommt. Klar, mit der Kampfattacke wäre jetzt nicht so ganz toll, wenn die durchkommt. Aber wird sie nicht. Oh, voilà. Oh oh. Oh. Okay. Na gut. Das war jetzt nicht ganz so cool. Ach, man überlebt es mit einem KP oder so, ne? So ein Scheiß. Au! War auch noch ein Volltreffer hinterher. Na gut. Jetzt kommt noch Galava. Ist aber, glaube ich, auch schneller, oder? Jupp. Ja, reicht nicht aus, leider. Zauberschein und das war's dann auch mit Filinara. Na gut. Ist schwerer als ich gedacht habe hier gegen sie. Ja, komm, genau, der Starflügel. Ach, das Ding. Ja. Da setze ich jetzt am besten Ayoras ein. Ah, geht so vom Schaden. Zirkinese wird das richtig wehtun. 100 KB abgezogen. Zumindest hatte ich vorher kein Spezial-Death-Drop. Weil dann wär's das jetzt gewesen. So kann Fiaro jetzt wenigstens nochmal das Ding hier besiegen. Okay, Florges. Ja, wenn es halt leider mal im Pflanzentyp bleiben würde, dann wäre das jetzt kein Problem. Aber leider hat auch das gleich nur noch den Füti. Obwohl, was heißt leider? Aber ich denke nicht, dass Starflügel jetzt ausreichen wird. Nee, Quatsch, komm. Sie hat ja jetzt den Psychotypen. Quatsch. Ja. Also wird jetzt. Ja, wird dann. War jetzt auch Starflügel an sich jetzt nicht so die beste Wahl. Ja, gut. Ja, leider. Mist. An erster Stelle kommt die Schönheit. Wer schön ist, wird von ganz alleine stark. Okay, danke für den Kampf, Yaro. Okay, mit einem Kampf-Pokémon ist das zwar ziemlich doof hier anzutreten, aber... Ja. Okay, es reicht auch sehr schön. Gut.
hat endlich hier den Tag gerettet. Okay, und die zweite Arena geschafft. Du gibst ein äußerst beeindruckendes Vorher-Nachher-Bild ab. Das war nicht anders zu erwarten. Du bist die perfekte Kombination aus Schönheit und Stärke. In meiner Branche verschwinden Menschen mit mittelmäßigem Talent oft schnell in der Versenkung. Wenn sie nicht weiterkommen und Rückschläge erleiden, verzweifeln sie daran und führen ein sehr unglückliches Leben. Sie leiden darunter mehr als Menschen, denen jegliches Talent fehlt. Es wäre für sie wahrscheinlicher besser gewesen, ganz ohne Talent auf die Welt gekommen zu sein. Kevin, versprich mir, dass du nicht einfach so verschwindest und weiter an deinen Kämpfen feierst. Denk immer an dieses Versprechen, gib immer zu dein Bestes. Ich danke dir für diesen Kampf, bis zum nächsten Mal. Okay, auf zur nächsten Arena. Und da sind wir auch schon. Hereinspazieren, willkommen in der Arena von Garafosa City. Mein lieber Charlie, wen haben wir denn hier? Ich hatte eigentlich mit jemand ganz anderem gerechnet. Meinen Sie den Top Champ? So, verstehe. Das hat Zagaria. Dann hat Zagaria das hier also eingefädelt, wie? Warst du nicht vor kurzem noch dabei, Arena-Ohren zu sammeln? Und jetzt bist du schon auf dem Champ-Rang. Menschenskinder, wie die Zeit vergeht. Du erinnerst mich irgendwie an ein Kabador. Anfangs platscht es nur hilflos herum, doch wenn es sich entwickelt, wird es zu einem wahren Meeresgiganten. Was für ein toller Fang du doch bist. Und nun steht dieser Überflieger also vor mir, um mich auf Herz und Nieren zu prüfen. Doch wer wie ich schon eine Weile im Restaurant ein Restaurant schmeißt, ist es wohl gewohnt, dass die Leute einem kritisch auf die Finger schauen. Genug geplaudert, willst du in einem Kampf herausfordern, ob ich mich noch mit Fug und Recht Arena-Leiter schimpfen darf? Yep. Das ist Musik in meinen Ohren, dann komm mal eben mit. Seit du für mich diese Seegras ersteigert hast, reißen mir die Kunden alle Gerichte, in denen ich jetzt völlig aus den Händen. Vielen Dank nochmal dafür, das hat gezeigt, dass du wirklich das Zeug zum Schirm hast. Weißt du, bei meiner Arbeit begegne ich den unterschiedlichsten Personen. Da ist von Leuten wie dir, die einer Stromschnelle gleichen bis hin zu eher behäbigen Menschen, die an einen stillen Teich erinnern, alles dabei. Wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, bevorzugt da in der Regel Letzteres. Aber nicht ich, denn das wäre mir viel zu öde. Füße ergießen sich ins Meer, das Wasser steigt so dann zu den Wolken und fällt wiederum als Regen auf die Erde herab. Und so wandelbar ist wie das Wasser bin auch ich. Kombu, der Koch, der hohe Wellen schlägt. Also los, komm her und überzeug dich selbst. Na dann, auf geht's. Gute Zutaten brauchen keine Gewürze und gute Trainer keine Spielereien. Mach dich bereit. Okay. Mal gucken, ob Raichu hier problemlos durchgeht. Oder ob das so wie der letzte Kampf wird. Schlicktree. Nee, bleib ich drin. Oh, jawohl. Eieiei. Das hat gerade wehgetan. Okay, war zum Glück ein Volltreffer. Okay, Raichu erreicht der Version 67. Also, Philippa wird jetzt wahrscheinlich nicht überleben. Das spielt mir natürlich jetzt in die Karten, der Niedel.
Dadurch werden die Elektroattacken nochmal verstärkt. Okay, und jetzt Wummer. Oh, Wummer ist auch schneller, oder? Ist Wummer schneller oder nicht? Nee, ist es nicht. Gut. Das hält es natürlich auch nicht aus. Das ist gut. Krabbel. Da kam das die Terra-Kristallisierung. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Hm? So schmecken wir Pokémon-Kämpfer am besten. Okay. Jetzt muss ich nur als erstes angreifen. Krabbel, Zeit für eine Terra-Kristallisierung. Sei frei und unbändig wie die Fluten. Okay. Oh, und drei Türen. Das ist auch sehr schön. Oh, es überlebt. Das ist schlecht. Ja. Ach, doof. Ach, Mist. Na gut. Ja, komm, schnell für die Nara. Für die Nara, Dings hier. Mondgewalt, dann war's das. So, gut. Und die nächste Arena fertig. Level 72, sehr schön. Ein Sieg so klar wie Quellwasser. Du hast mich richtig unter Druck gesetzt. Kein Wunder, dass der Top-Champ so große Stücke auf dich hält. Was für ein toller Fang du doch bist. Eine reißende Strömung erfasst alles in ihrer Umgebung und hinterlässt bleibende Spuren. Egal ob im guten oder schlechten Sinne. Das macht die Freude, die dir zur Seite stehen, umso wichtiger. Deine jugendliche Energie war für mich wie ein Jungbrunnen. Ich sprühe nur so vor Tatendrang. Du kannst Aria ruhig ausrichten, dass der alte Kombo höhere Wellen schlägt als je zuvor. Bitte vergiss das nicht, ja? Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Okay, auf zur nächsten Arena. Okay. Laut meinem Terminkalender steht jetzt das Meeting mit dem Top-Champ an. Stattdessen habe ich unangemeldeten Besuch. Das sieht ihr eh nicht. Ja, ich kann mir schon denken, weshalb du hier bist. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Nicht der Rede wert. Der Top-Champ ist meiner vorgesetzt, daher steht es mir nicht zu, Ihre Entscheidung anzuzweifeln. Aber es überrascht mich schon, dass sie jetzt auch Schüler beschäftigt. So, du hilfst ihr also aus, damit sie im Gegensatz an einem Turnier eurer Akademie teilnehmen kann. Naja, das muss ja selbst jeder selbst wissen. Ich hätte mich nicht auf die zusätzliche Arbeit eingelassen. Wie sieht's aus? Wollen wir diese Aufgabe dann auch mal erledigen? Ja. Dann lass uns mal zur Schatzstube schlappen. Wow. Wozu hat er eigentlich hier dieses Arena-Gebäude, wenn er darin eh nicht kämpft, sondern hier in dem Restaurant? Das ist ja auch schon wieder ein bisschen blöder, oder? Du hast bei der praktischen Prüfung bereits gegen mich als Mitglied der Top 4 gekämpft. Ich bezweifle, dass ich dich jetzt sonderlich beeindrucken werde, aber fangen wir an. Da ich diesmal als regulärer Arena-Leiter kämpfe, setze ich meine gewöhnlichen Pokémon ein. Sie gehören alle den Typ Normal an. Normal bedeutet für viele durchschnittlich und scheinbar herkömmlich 0815. Aber ich hänge an ihnen, musst du wissen. Sie passen perfekt zu einem farblosen Angestellten wie mir. Es wäre schön, wenn Menschen und Pokémon weniger kompliziert wären, normal eben.
Aber heutzutage geht es vielen bloß darum, aufzufallen. Extravagant will man sein, auf billige Effekthascherei kommt es an. Das Schönste an einer aufregenden Reise ist doch die Rückkehr in die eigenen vier Wände und den vertrauten Alltag, oder? Wahre Stärke liegt meiner Meinung nach in Schlichtheit. Das ist auch nicht leicht. Der Top-Champ ist schon eine ganz eigene Nummer. Ich hab ja nur einen Nahkampf. Stimmt, da war ja was. Daran habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gedacht. Na gut. Natürlich nicht aus. Aber jetzt kann mir die Psycho-Attacke auch nichts mehr anhaben. Das ist das Gute an der Geschichte gerade. Gut. Die Initiative ist jetzt zweimal gestiegen. Okay, vielleicht Level 69. Okay, ich bin hier im Halbschlaf. Mal gucken, ob der Nahkampf ausreicht. Jupp, hier auf jeden Fall. Okay, einmal 78, 77. Waschaquiel. Das ist jetzt natürlich doof. Hätte ich vielleicht auch auf Dings rausgehen sollen. Reitschuh. Ah, okay, reicht aus. Na dann. Okay, ich krieg natürlich Rückstoßschaden. Dominiesel. Wie viel hat er noch? Zwei Stück noch. Ne? Ich gehe wieder auf den Nahkampf. Also ich darf jetzt auf jeden Fall keinen Hit mehr abkriegen, aber das war's dann, glaube ich. Okay, Staraptor. Er wird jetzt aber gleich nur zum Typ normal. Das heißt, Nahkampf sollte ausreichen. Ich mache mir halt nur gerade Sorgen. Okay, Angriff sinkt, ist natürlich schlecht. Ich mache mir halt nur jetzt gerade ein bisschen Sorgen, dass ich vielleicht nicht als erstes angreife. Na, mal gucken. Na, ich greife jetzt erstes an. Und das reicht. Sehr schön. Gut gemacht, Ender. Okay, dann war's das jetzt. Und die nächste geschafft. Alle guten Niederlage sind drei. Puh, das war viel zu viel Aufregung für mein Normalo, wie ein Normalo für mich. Doch eines habe ich nun verstanden. Warum man mir gesagt hat, dass ich als Mitglied der Top 4 Flug-Pokémon einsetzen sollte. Wer stets den ausgetragenen Pfaden seines engen, unbegrenzten Alltags folgt, dem entgehen etliche schöne Erfahrungen. Ab und an kann es nicht schaden, zu einem besonderen Talent wie dir aufzublicken. Zumindest wenn die Arbeit es verlangt. Zum Vergnügen mache ich das nicht. Wie auch immer, unbezahlte Überstunden vermeiden möchte, mache ich jetzt Feierabend. Wow. Okay, dann bis gleich zur nächsten Arena.
So, willkommen in der nächsten Arena. Ich denke nicht, dass ich irgendwas voll. Yo, wie lange ist her? Wie war dein Name nochmal, Käffchen, oder? Was liegt an? Bist du für ein Rap-Battle hier? Ich bin zur Expedition hier. Oh, der Topschirm hat dich gebeten, die Lage hier zu checken. Zacharia schickt also dich als Vertretung. Ich habe schon kapiert, aber was fällt dir ein Rookie-Champ für mich auf mich zu Herzen? Wie kommt sie dazu, mich so zu unterschätzen? Ah, Entschuldigung, du weißt hoffentlich, dass das kein Diss gegen dich war. Ach, was soll's, ich freue mich ja, dich zu sehen. Und wo du schon mal hier bist, dann zeig mir, was du mittlerweile so drauf hast. Ja. Okay, ich habe gedacht, das wird jetzt wesentlich schlimmer. Ja, genau, wo ich gerade von redete. Gerade erst warst du noch für die Arena-Prüfung hier und jetzt sehe ich dich an. Du bist nun nicht nur Champ, sondern stehst hier als Vertretung des Top-Champs von mir. Wenn du mal in meinem Alter kommst, wirst du sehen, wie schnell die Zeit in einem vorbeizieht. Ja, genau. Bla 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 bla. Ach Gott, die Elektro-Arena habe ich auch noch vor mir. Ah, hier waren ja die Doppelkämpfe. Stimmt, habe ich vollkommen vergessen. Okay. Terra und dann Knirscher auf Banette. Und du machst Naero Ass auf Minigma. Auf geht's. Okay, jetzt ist die Fee-Cage mal weg. Okay. Das ist natürlich schlecht. Ah, Friedwurf. Okay, du setzt Knirscher gegen Minigma ein. Und mit dir heile ich erstmal Massifioso. Jupp, war eine gute Idee. Ich hoffe nicht, dass Friedwurf jetzt auch angreift. Okay, das reicht zum Glück aus. Phantomkraft gegen Fiaro, ne? Okay. Krippuk und hier setze ich nochmal einen Top-Trank ein. Okay. Ah, ist überlebt. Ja, Krippuk ist tanky. Flug? Oh, damit besiegt sich jetzt selber, ne? Jupp, sehr schön. Okay. Okay, Level 59, 69. Griffex. Okay, nee, ich gehe hier rauf und du machst jetzt nochmal einen Flammenblitz auf Friedwurf. So, ich hoffe, das reicht es aus, um das Griffex zu besiegen. Flammenblitz. Ja, dass das nicht killt, dachte ich mir schon.
das muss jetzt killen. Okay, reicht aus. Sehr schön. Gott sei Dank. Setzt wieder Vertrauenkraft ein. Aber ich denke mal, durch den Fluch wird das... Ja, wird's. Definitiv. Okay, doof. Für die... Knirscher auf Friedwurf und du zu Chineser. Tja. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht. Gut, dann nur jetzt. Gut. Dann war es das jetzt auch hier. Dann kommt jetzt als nächstes natürlich die Eisarena. Das wird aber eine sehr lange Folge, glaube ich. Was für ein Kampf, du teilst ganz schön aus. Du hast mich durch den Mixer gejagt, als wäre ich ein Smoothie. Wow. Sorry, dass ich dich von Azuki bezeichnet habe. Ich wollte Zagaria so dringend zeigen, was alles in Geister-Pokémon steckt, dass ich ganz aus dem Flow geraten bin, als du hier ankamst. Ach ja, ja, bla 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 bla. Ach. Okay, ab zur nächsten Arena. So, hier ging die Reise jetzt zum Glück ein bisschen schneller. Oh, du bist doch... Du bist zum Runtersausen der Piste hier. Der Schnee eignet sich heute nicht besonders dafür. Ich bin zum Kämpfen hier. Oh, wirklich? Ich habe gleich noch einen wichtigen Termin. Ach, du bist anstelle von Zagaria hier. Für dich muss ich ja ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als du den Champion erreicht hast. Schön für dich. Tut mir leid, das kam wohl etwas sarkastisch rüber. Deine Leistung ist beeindruckend, das meine ich ernst, aber für mich ist die Angelegenheit ein bisschen kompliziert. Du bist hier, um mich für auf die Probe zu stellen, stimmt's? Bringen wir es schnell hinter uns. Yep. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eigentlich eine Frau ist. Dann lass uns auf Position gehen, mal hoffen, dass es nicht schneit. Gut. Auf geht's. Das Wetter scheint dir wohlgesinnt. Vielleicht ist das ein Geschenk des Berges an dich. Die Inspiration durch die Pokémon-Liga findet mehrmals im Jahr statt. Inspektion, so. Wer nicht die nötige Leistung erbringt, wird als Arena abgesetzt. Zagaria sagt zwar immer, es sei eine reine Formalität. Mein Traum, es als Profi-Snowboarder weit zu bringen, ist bereits geplatzt. Wenn mir mein einziges übriges Talent auch noch aberkannt werden würde, was bliebe mir dann? Ich will damit nicht die Stimmung drücken, eigentlich ist die Sache ganz einfach. Nichts davon ist ein Problem, wenn ich dich ganz einfach erbarmungslos zu Eis erstarren lasse. Okay. Die Wetterbedingungen sind optimal, aber sie sollten reichen, um dich zu besiegen. Ich mal gucken, wie viel ein Flügelschlag macht. Ah, reicht nicht aus, okay. Rückenwind, das ist schlecht. Dann werde ich mir meine Initiative auch boosten. Üff. Nicht einfrieren. Okay. Okay. Kolowal? Nein, ich bleib drinnen. So, das Problem ist natürlich jetzt, sollte dieser eine Vogeltanz jetzt nicht ausreichen, damit ich komplett schneller bin, wird es gleich ganz schön wehtun. Na gut, für den Notfall habe ich ja immer noch 4 Arme. Dieses
Geräusch von den Pokémon, ey. Siberio. Okay, Nahkampf. Ich habe jetzt auch bewusst nicht die Terra-Kristallisierung gemacht, damit ich halt meinen Step-Move behalte. Okay, der Rückenwind hat sich gel... Oh, Snibuna, das ist schnell. Aber da jetzt der Rückenwind fehlt, könnte es sein, dass ich schneller bin. Ja, okay, gut. Sehr schön. Also mit Rückenwind könnte ich jetzt sogar meinen, dass Snibuna schneller gewesen wäre. Okay. Altaria, das wird ja auch zum Eis-Pokémon, das passt schon. Aber ich denke mal, das wird einen Nahkampf tanken. Das hält, glaube ich, ein bisschen was aus. Aber das Problem ist, ich halte gleich nichts mehr aus. Eis und Schnee sollen uns bedecken. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle da der Fehler passiert ist, aber für mich ist das eine Frau. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist, aus dem Japanischen ins Englische dann oder so, aber das ist eine Frau, definitiv. Oh, es reicht. Sehr schön. Gut gemacht, Ente. Dann ist hier Ente einmal schön durch die Arena durch. Gut. Ich muss zugeben, dass mir der eine hitzige Art gefällt. Wie unsportlich von Sagaria, einfach jemanden herauszuschicken, gegen den ich nicht die geringste Chance habe. Aber ich bereue nichts, ich habe alles gegeben, was in mir steckt. Ich habe das Letzte aus mir herausgeholt und dennoch verloren. Ein frustrierendes Gefühl. Aber es hat mich den Entschluss fassen lassen, meine Position als Arenaleiter ernsthafter anzugehen. Meine Motivation ist über die Zeit erkaltet, aber du hast neues Feuer in mir entfacht. Vielen Dank, Käffchen. Das nächste Mal verliere ich nicht. Moment, aber Feuer und Eis, das ist, glaube ich, nicht so die gute Kombi. Sei vorsichtig auf der Abfahrt, nicht, dass du dir eine Erkältung einfängst. Ich hätte eher Angst, mir ein Bein zu brechen. Okay, bis zur nächsten Arena. Okay, jetzt kommen wir mal zu meiner Lieblings-Arena-Leiterin. Du bist gefangen in meinem Elektronetz, Top-Champ. Wer ich bin, fragst du? Na, Enigmara natürlich. Hallo, schau. Ach ja, bla bla bla. Moment, du bist ja gar nicht Zacharia. Ich bin's, Käffchen. Bitte was? Du bist gerade erst Champ geworden und darfst schon den Top-Champ vertreten. Aber du hast doch gefühlt seit erst gestern deine Arena-Prüfung hier abgelegt. Das heißt wohl, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für einen Call-Up. Bla 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 bla. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Da du da als Stellvertreter zur Inspektion hier bist, werde ich Enigmara dir mal so richtig zeigen, wo es lang geht. Wie sieht's aus? Hast du Lust, in einen Feind mit mir alles zu geben? Ja. Jawohl, auf, jetzt geht's ins Spotlight. Ach, der Quatsch jetzt hier schon wieder. Ja. Mhm. Ja. Ich bin ganz, ganz toll. Okay, dann stampfen wir sie mal in den Boden. Okay. Leute, jetzt macht ich ernst. Das ist eine Premiere. Sperrt die Glotzer weit auf wie ein Magnetilo. Ich hätte auch Eiskreise machen können. Okay, das macht echt viel Schaden. Das ist nicht gerade viel. Das ist schlecht. Okay, Rückenwind.
Oh nein, es geht daneben. Ach, ist das jetzt scheiße. Ja. Dann war's das jetzt mit Dompfern. Ach, ich gehe zum Glück daneben. Okay, das reicht zum Glück aus. Okay, jetzt kommt Luxtra. Ja, Angriff sinkt natürlich, das ist schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, so eine Teilkristallisierung lohnt sich jetzt euer Eiszahn. Okay, killt zwar nicht, aber. Okay, reicht hierfür auf jeden Fall schon mal aus. Okay, war ein Volltreffer. Ich denke mal, daran wird es auch gelegen haben. Wampitz. Ich glaube, ich heile jetzt mal Dompfern hoch in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht gleich wieder übelst runterdroppe. Beutel, Top-Trank. Okay. Oh, Aquawelle. Schlecht. Ich glaube nicht, dass ich als erstes angreife. Also darf jetzt kein Folter so passieren. Los, Dompfern. Zeig, was in dir steckt. Okay, ich greife als erstes an. Okay, das ist gut. Okay, das reicht zum Glück aus. Elektroball schnell. Elektroball ist sehr schnell. Okay, Elektrofeld ist ja zum Glück nicht so wild. Und da Elektroattacken mir eh nichts anhaben können. Okay, das war's, sehr schön. Okay. Und Traumvogel. Ja. Hast du jetzt die Schwebe? Tja. Das werde ich jetzt herausfinden müssen, ob sie Schwebe hat oder nicht. Komm raus, mein kleines Glühbirnchen. Gib mir den Geistesblitz, der uns zum Sieg führt. Volltreffer, dankeschön. Okay. Ich habe jetzt ein kleines Problem. So, ein bisschen. So ein kleines bisschen. Ganz schön was ab. Ich habe keinen Special Defense Rob, das ist gut. Okay, das wird jetzt hier so eine Teamwork-Geschichte, glaube ich, weil Raichu wird es, glaube ich, nicht alleine schaffen. Okay, jetzt können wir jetzt Zauberschein. Ja, das war's. Danke, Raichu. Okay, Elektrofeld ist verschwunden.
Ja. Okay. Und Mundgewalt. Sollte nicht viel abziehen. Ja, gut. Und bam. Sehr schön. Gut gemacht für die Nara. Sehr gut. Und Enderrecht Level 71. Kein Wunder, dass du es ganz bis zum Champ geschafft hast. Okay, dann bleibt jetzt nur noch eine Arena übrig. Ich bin schon etwas enttäuscht, verloren zu haben, aber die Zuschauerzahlen von Enigma TV explodieren gerade. Ah, gibt es was Schöneres? Ich könnte weinen vor Glück. Wow. Na, ich hätte mir auch denken können, bei so einer Berühmtheit ist der Andrang halt groß. Mhm. Wir sollten öfter mal so kämpfen, aber mach mir jetzt keine Kollaps mit anderen Streamern, ja? Ja, ja, bla 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 bla. Okay. Dann bis gleich. So, und in der letzten Arena. Sebe die Avantgarde. Ja, genau. Käffchen, ein Name allein ist bei dir ausreichend, nicht ausreichend. Ich werde dich von fortan Künstlerseele Käffchen nennen. Nein, mach das bitte nicht. Ja, Käffchen reicht schon. Na, dann eben nicht. Ist ja auch völlig unwichtig. Das einzige Wichtige ist die Kunst. Seit unserem letzten künstlerischen Wettstreit habe ich mir oft gedacht, dass wir das unbedingt mal wiederholen müssen. 1000 Küsse an Mutter Natur, dass sie deine Schritte ein weiteres Mal zu mir gelenkt hat. Eigentlich war für heute noch ein Treffen mit dem Top-Champ angesetzt, doch das streiche ich ganz flink aus meinem Terminkalender, weg damit. Lass uns stattdessen doch lieber über die Kunstphilosophie... Nein. Nein. Du bist hier in Vertretung des Top-Champs? Na, soll mir recht sein. Solange ich dadurch erneut die Gelegenheit zu einer künstlichen Kollaboration mit dir bekomme, ist mir jeder Grund genug. Also Käffchen, bist du bereit, mir das Tor zur Zauberwelt der Kunst weit aufzustoßen? Das hört sich irgendwie falsch an. Naja. Liebe die Avantgarde, begeben wir uns zu meinem Atelier. Okay. Schau mal, Käffchen, das ist die Windmühle von Bulladin. Ist sie nicht beeindruckend? Mit ihren Flügeln fängt sie den Wind, der durch Paldea weht. So dreht sie sich gemächlich und doch kraftvoll. Wenn ich meine Kämpfe mit einem Sprung von dort oben antrete, gewinnen sie an Gewicht und Bedeutung. Wenn sie das sagen? Wusste ich doch, dass du meine Gedankengänge verstehst. In puncto Kunst liegen wir eben auf einer Wellenlänge. Ich denke, ich kann dieses Mal auf den Auftritt verzichten und meine Sprunggelenke schonen. Der Kampf verspricht auch so mein größtes Meisterwerk zu werden. Doch genug der Worte, expressive Künstler wie wir zwei müssen keinen langen Ring schwingen. Ja, dann mach es auch nicht. Bühne frei für unser gemeinsames Kunstwerk. Bist du bereit? Eieiei. So, auf geht's jetzt. Und ist ja natürlich klar, welches Pokémon ich hier in dieser Arena einsetzen werde. Ich hab echt erst überlegt, ob ich Raichu einsetze, aber dachte ich mir, ja, auf den Level ist es dann glaube ich doch nicht mehr so easy. Ich hätte zwar auch den Flugterra-Typen annehmen können, aber naja, nee. So, reicht nach Iroas aus? Nee. Ach, Männer. Das Problem ist, ich habe halt keine andere Flugattacke, die ich beibringen könnte. Ich meine, es gibt ja auch noch Sturzflug, aber auch bei Sturzflug hast du halt Rückstoßschaden. Das ist halt echt doof. Okay. Hier kommt Carp. Okay, da sollte das allerdings ausreichen. Das auch wieder eine Vierfachschwäche. Das sollte eigentlich gehen. So, gucken wir mal. Ja, aber sowas von. Sehr schön. So, was kommt jetzt? Erstmal noch das 59 für Raichu. Fruial.
Das war doch auch Kampf, oder nicht? Oder Pflanze Fee? Oh, sogar ein Volltreffer und dann reicht es trotzdem nicht aus. Krass. Ja, das geht vom Schaden her. Ja, komm, jetzt stirb bei einer Verbrennung. Ja, geil. Ha! Sehr schön. Fiaro ist halt eine Waffe, selbst wenn es nicht angreift. Okay, Unterreich Level 70, das ist sehr schön. Okay, das vorletzte Pokémon. Reicht nicht aus, schade. Streusaat. Okay, zeigt ein Grasfeld. Ja. Oh wow. Ja gut, das war jetzt dann eher nicht so. Okay, wird auch. Okay, wird. Na, wir war jetzt aber nicht viel, was geheilt wird. Gut. Und Mogelbaum. Dieses Werk soll zeigen, dass die Dornen einer Rose so hartnäckig sind wie ihre Wurzeln. Ja, da kommt jetzt ein Flammblitz und das soll es dann eigentlich gewesen sein. Ja, Flammblitz. Bevor der jetzt hier noch auf irgendwelche komischen Gedanken kommt mit Steinhagel oder Felswurf oder sonst irgendwas, komme ich ihm da jetzt mal ein bisschen zuvor. Ha, Mogelbaum, endlich bist du Typ Pflanze. Okay, Flammblitz Fiaro. Ach, es reicht nicht aus. Okay, was kommt da jetzt für eine Attacke? Steinkanter. Ach, Fiaro, das tut mir leid, ey. Na gut. Dann kommt jetzt auch noch dein Auftritt, Raichu. Auf geht's. Jetzt lassen wir uns natürlich auch nicht lumpen. Ist natürlich total dämlich, wenn jetzt Mogelbaum als erstes angreift mit einer Steinkante, würde das richtig wehtun. Gras, folge meinem Wunsch und wachse wild heran. Oh, Wegbereiter, okay. Okay, es wird ein bisschen geheilt. Sehr schön, Raichu. Ach, wie geil, ey. Ach, schön. Gut. Hat auch diesmal Raichu hier gewonnen. Ich hätte zwar Fiaro gegönnt, aber naja, sollte dann leider nicht sein. Das war zu avantgardistisch. Was auch immer. In der Hitze des Gefechts gleichst du einer originellen Abstufung schillernder Farbtöne in konstanter Bewegung. Ja, was auch immer. Ungestüm und sanft zugleich die Verkörperung eines nicht in Worte zu fassenden Kontrastes. Ich ziehe den Hut vor dir. Der Kampf gegen dich war herrlich quickend. Okay. Er rief mir ins Gedächtnis zurück, wie ich mich einst fühlte, als ich zum ersten Mal von der Muse geküsst worden. Ach du Gott. Also so eine Künstlertypen haben halt auch alle irgendwie einen Sprung in der Schüssel, oder? Doch ach, dass es mir einerlei berichtet, den Topchamp ruhig, was hier passend erscheint. Für mich zählt einzig ein anderes Wort, das mit inspirierend beginnt, nämlich Inspiration. Ja, okay. In diesem sprudelt gerade nur so aus mir aus. Ja, ja, bla bla bla. Die Kunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldige mich, ich muss sogleich an mein neues Werk setzen. Ja, ja. Also wie ich schon sagte, irgendwie so die ganzen Künstlertypen haben alle irgendwie, weiß ich nicht, einen Leck im Kopf oder so. Ich finde es auch mal ganz faszinierend, wenn man sich dann so irgendwie
vor so ein Bild stellt, wo man ganz eindeutig sieht, dass der Künstler einfach nur den Farbeimer darüber ausgeleert hat und dann aber Leute stundenlang darüber philosophieren, welchen Gefühlszustand der Künstler beim Malen dieses Bildes hatte. Ganz toll, wirklich. Ich bringe mit Kartoffelstempel meine Ausdrücke, meine Gefühle zum Ausdruck. So, hallo, spreche mit Champ Käffchen. Hier ist Sagaria. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es mit der Arena-Inspektion vorangeht. Die ist schon erledigt. Das hört man gerne. Vielen Dank für die wundervolle Arbeit. Soeben hat mir auch der letzte Arena-Letter bestätigt, dass du vorbeigeschaut hast. Es war die richtige Entscheidung, dich damit zu beauftragen, Champ Käffchen. Es haben sich alle sehr gefreut, gegen dich antreten zu können. Aber ich würde mir gerne auch deinen Erfahrungsbericht von der Expedition anhören. Treffen wir uns einfach später beim Eingang der Akademie. Bis dann. Okay, dann gibt's jetzt nochmal einen Schnitt. Wir sehen uns gleich. Okay, da sind wir. Ich hoffe, es geht mit dem Turnier los. Schön, dich zu sehen, Schemkäffchen. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Gefällt es dir, von so vielen Büchern umgeben zu sein? Ist nicht so meins. Tja, Geschmäcker sind halt verschieden. Es war meine Idee, das Design bei der Renovierung vor ein paar Jahren so umgestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch mal bitte deine Eindrücke von der Arenaleiterin. Wobei, hier kann ja jeder alles mithören. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hättest du eine Idee, wohin? Aber wie wär's mal bei einem Zimmer? Wow. Ich habe den Top-Champ bei mir auf dem Zimmer. Jetzt werden die anderen Jungs bestimmt reden. Also, das ist also dein Zimmer hier in der Akademie. Dann ist das quasi der Ort, an dem du zum Champ herangereift bist. Ja. Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Vielleicht sollte ich bald mal dein Elternhaus einen Besuch abstatten. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arenaleiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert? Ja. Einfach weil ich sie nicht mag. Oh, Enigmare. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Ach, Kusha. Kusha, okay. Wer hat sich im Kampf als die härteste Nuss erwiesen? Ja, nehme ich auch sie. Kusha, okay. Und zu guter Letzt noch die wichtigste Frage von allen. Welchen Arena magst du am meisten? Ja, auch sie. Kusha, okay. So, das wären auch schon alle Fragen. Vielen Dank. Diese Eindrücke wären höchst interessant. Sie werden mir bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Oh, ein Kingstein. Okay, cool. Dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Es spricht also nichts dagegen, meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Champion Mida wird sich bestimmt darüber freuen. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist ziemlich erschöpft. Lass es für den Rest des Tages mal ruhig angehen. Okay. Soll ich jetzt schlafen? Scheinbar. Eine Woche später. Okay, das war jetzt ein langes Schläfchen. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Emila und der Unterstützung durch die Pokémon-Liga war es endlich Zeit für den lang ersehnten Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ah, Käffchen. Wir sind gerade noch rechtzeitig mit den Vorbereitungen für das große Akademieturnier fertig geworden. Ach ja, wir haben das Turnier letztendlich so genannt, damit jeder sofort weiß, worum es geht. Pepper hat noch ultimative Schulschlacht vorgeschlagen. Dann hat Direktor Klabel doch das auch noch so gut gefallen, womit ich mich alles rumärgern muss. Aber sag mal, wie sieht's bei dir aus? Fühlst du dich bereit für die Herausforderung? Natürlich. Hey, das war die einzige richtige Antwort. Ich will sehen, was du als Champ so alles drauf hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Top-Champ dank dir auch mitmacht. Das ist der Hammer. Leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können.
Ich habe hinter den Kulissen mit der Organisation des Turniers alle Hände voll zu tun. Dafür kann ich aber dein Können ganz objektiv als Zuschauerin analysieren und bewerten. Oh, das ist aber schade jetzt, dass sie nicht mitmacht. Der Treffpunkt ist übrigens bei Empfang im Empfangsbereich, bei Eingangsbereich. Wie, du verspätest dich. Man, die Mädels gehen ja ein und aus bei mir. Hi, die Jungs, die werden bestimmt reden. Okay, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Okay, wo muss ich jetzt hin? Was ich hier reden? Nee. Hier? Biologieraum, Hauswirtschaft, Büro des Direktors. Zeigt. Ach, hier ist sie. Da bist du ja endlich. Um am großen Akademie-Turnier teilnehmen zu können, musst du dich hier bei der Turnier, bei dem Turnierhelfer anmelden. Wären Sie bitte so gut, meinen Freund die Turnierregeln zu erklären? Selbstverständlich. Zuallererst solltest du wissen, dass beim großen Akademie-Turnier Lehrer und Schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen. Sämtliche Teilnehmer werden aneinander nach dem Zufallsprinzip zugeteilt und nur die Sieger der einzelnen Kämpfe verbleiben im Wettbewerb. Die Matchpaare werden per Losziehung durch die Turnierleitung festgelegt, bis man sich auf den Kampfplatz Auge in Auge gegenübersteht. Also weiß niemand, mit wem er es zu tun bekommt. Wer als Sieger aus dem Kampf hervorgeht, den erwartet schon die nächste Kraftmesse. Für den Verlierer hingegen endet das Turnier bereits nach einer einzigen Niederlage. Mit anderen Worten, wer Kampf um Kampf gewinnt bis zum letzten übrig bleibt, ist der oder die Allerstärkste der Akademie. So. Ah. Vielen Dank für die Erklärung. Die Regeln habe ich somit direkt der Klappe festgelegt. Bei den aktuellen Teilnehmerzahlen sollten etwa 4 Siege ausreichen, um das Turnier zu gewinnen. Denkt daran, dass auch die Lehrer teilnehmen. Die haben es echt drauf. Also sieh dich vor. Okay. Und wehe, du machst sie nicht fertig. Nur ich darf dich besiegen. Wenn du es mal machen würdest. Was? Wer hat das gerade gesagt? Hilfe? Sprich einfach mit mir, wenn du soweit bist. Also, vor allem, ich habe auch mal nachgeschaut, was man hier so gewinnen kann. Also, ich habe mir natürlich in meiner Überlegung, ob ich das überhaupt alles mache, mal die Level angeguckt und habe dann festgestellt, okay, die sind alle Level 65, das schaffe ich. Wenn die jetzt halt alle stärker gewesen wären, so dass ich halt noch ewig hätte trainieren müssen, dann hätte ich das jetzt hier alles nicht gemacht. Aber da die eh auf meinem Level sind, ist egal. So. Man kann hier echt geile Sachen gewinnen. Also mal abgesehen von sämtlichen Münzen, die es gibt, kann man Sonnenbonbon, Silber, Kronkorken, Nugget, Riesennugget, die EV-Erweiterungs-Items, also KP, Protein, bla bla bla. AP Top gibt es, AP Plus, sämtliche Terra-Stücken gibt es hier. Und ich habe ja erst vor nicht allzu langer Zeit darüber geredet, es gibt auch alte Bälle. Und zwar den Simba-Ball, den Simba-Ball, den Turbo-Ball, den Köder-Ball, den Traum-Ball, den Ultra-Ball, Freundes-Ball, Schwer-Ball, Level-Ball und auch den Mond-Ball, den ich ja letztens erst angesprochen hatte. Freue ich mich, geiles Ding. Gibt nochmal einen Pluspunkt um drauf hier. Möchtest du dich zum großen Alchemie-Turnier anmelden? Ja. Du bist Kevin und hast den Champ-Rang innerhalb, korrekt? So, deine Anmeldung ist hiermit abgeschlossen. Begib dich nun zum Ausgangsort. Ist ja jetzt natürlich nur die Frage, wie selten man Silberkronkorken und Goldkronkorken bekommt. Aber an sich sind die schon echt gut. Ja. Wenn man die, genauso wie die Pokébälle, wenn man die relativ häufig bekommen würde, wäre das schon eine echt gute Sache zum Farmen hier. Damit sollten wir vollzählig sein, nicht wahr? Sehr schön, dann kann es ja losgehen. Einige wird die freudige Nachricht gewiss schon zu Ohren gekommen sein. Unsere Orange Academy hat erneut einen Schüler hervorgebracht, der den Champ-Rang erreicht hat. Dabei handelt es sich um niemand anderen als Käffchen. Was, wow, echt krass. Das ist der Hammer. Ein Hoch auf den Champ.
Es ist für uns ein Anlass zu größer Freude, dass er diese phänomenale Leistung während seiner Zeit hier an unserer Akademie verbracht hat. Unsere Schulprecherin Nimila hat eigens dieses Turnier organisiert, um ihren Freund, unseren neuen Champ, gebührend zu feiern. Ihren Freund. Ich sag doch, ich bin ihr Freund. Der Wettkampf soll jedoch nicht nur den neuen Champ eine Möglichkeit bieten, sein Können unter Beweis zu stellen. Auch jene aus der Schülerschaft, die ihre Stärke für gewöhnlich nicht zur Schau stellen, werden ermutigt, diese Gelegenheit zu nutzen. Und natürlich ist auch das Talent der Mitglieder des Kollegiums nicht zu verachten. Doch ehe ich zu sehr abschweife, erkläre ich hiermit das große Akademieturnier, auch die ultimative Schulschlacht genannt, für eröffnet. Okay, auf geht's. Kommen wir zum ersten Kampf. Wem wird das Los zugeführt? Champ Käffchen gegen Pepper aus der Klasse 2G. Okay. Das ist nicht euer Ernst. Gleich in Runde 1 soll ich gegen den einen Champ ran. Du bist sicher überrascht, dass ich auch mitmache, oder? Nein. Was, du hattest damit gerechnet, dass ich hier teilnehmen würde? Ich bin echt ein offenes Buch für dich, wie? Kein Wunder, dass wir beste Freunde sind. In Zone 0 ist mir bewusst geworden, dass ich mich noch deutlicher steigern muss. Also habe ich mit Massifioso und meinem Team ein extra hartes Training absolviert. Denn falls es jemals wieder brenzlig wird, möchte ich an Seite und auf Augenhöhe mit dir kämpfen können. Aus diesem Grund will ich heute auch gewinnen, mir egal, ob durch Glück oder Können. Vor dir steht der neue Pepper und der Pfeffer dir jetzt erstmal ein paar neue Schärfe gerade in dein Küchenregal. Wohl, wow, okay. Okay, auf geht's. Moment, wisst ihr, welche Pokémon sind jetzt an erster Stelle? Fiaro. Okay, das ist jetzt gar nicht so gut. Ich will dir auf Augenhöhe begegnen, du kommst meine ganze Stärke zu schmecken. Okay, ja gut, ist jetzt nicht ganz so cool. Ja, der Schaden definitiv auch nicht. Body Slam und lass mich raten, ich kriege die Para jetzt ab. Nee. Okay. Ja, ich gehe auf den Flammenblitz. Ich kann jetzt nicht in Ente raus wegen der Kampfattacke, weil ich Angst habe, dass ich paralysiert werde. Boah, das zieht ja gar nichts ab. Okay, er ist leider an Verbrennung, das ist schon mal gut. Okay. Rucksack-Hieb. Ja, komm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, hier die Terra-Kristallisierung zu machen, aber ich benutze sie jetzt einfach mal. Ich könnte Fiarolora eigentlich diesen Terra-Ausbruch beibringen, ne? Da wäre er doch eigentlich die optimale Wahl für. Ja, das macht einigermaßen guten Schaden. Okay, ich krieg zum Glück nicht die Para. Okay. So, gut. Das war schon mal ein Schlaraffel. Okay, Sandigant bekommen wir wechseln, definitiv. Und zwar Dampfern? Ja, oder? Nee, ich gehe auf ihn hier. Bogentanz erstmal. Okay, reicht zum Glück aus, sehr gut. Initiative steigt, das ist auch gut. Tenterra.
halt das Ding. Ja gut, das war vielleicht jetzt gar nicht so gut, dass ich drin geblieben bin. Pilzspürer. Okay, ich schlafe. Ich gehe auf Jahre zurück. Achso, es regnet ja auch, deswegen hat bestimmt der Flammblitz noch nicht so viel Schaden gemacht, oder? Ja, ist egal. Dadurch, dass es ja den Normal-Typ hat, trifft es natürlich ein bisschen stärker. Okay. Ich gehe auf Fidinara. Mundgewalt. Oh, das hier ist stärker, schneller, okay. Gut. Okay, Level 74. Boah, das ist ja. Ah, Fiyawa hätte sich jetzt hier wohl gefühlt, ey. Ja, Psychokinese. Ach, dieses blöde Ding. Reicht natürlich leider nicht aus. Boah. Boah, danke für die Nahrung, ey. Danke fürs Durchhalten. Okay. Austoss. Okay, wechseln. Raichu. Dank dem Regen wird der Donnerblitz jetzt sogar noch verstärkt. Okay. Sehr schön. Und natürlich Massifiosa. So. Ah, ich setze noch ein, das wird verstößt. In der ultimativen Schulschacht werden wir heller leuchten als alle anderen Massifiosa. Ja, jetzt kommen noch die Terra-Dings. Gut. Zeig ihnen, wie stark dein Kiefer sind. Wir zermalmen ihre Hoffnung auf den Sieg. Okay, Knirscher. Boah. Okay, Statik kommt zum Glück. Das reicht für alles raushauen hier. Ach, fast. Und leider nicht paralysiert. Das wäre es jetzt noch gewesen. Na gut. Na gut, Ente schläft. Das ist natürlich schlecht. Okay, ich gehe auf den Wutanfall. Ich bin sogar schneller, okay. Okay, gut, das war's. Erster Kampf gewonnen.
bin stolz, jemand so cooles und starkes wie dich meinen Freund nennen zu dürfen. Er hat gesagt, dass wir Freunde sind. Und der Sieger des ersten Kampfes ist Schemkäffchen. Hurra, so macht man das. Was für ein klasse Kampf und das schon gleich in Runde 1. Boah, als Champ kämpfst du echt in einer anderen Liga. Die Niederlage zieht mich zwar runter, aber es war mir eine Ehre. Es könnte wohl nicht schaden, wenn ich die Arenen ebenfalls mal abklappern würde. Leg dich im nächsten Kampf bitte besonders ins Zeug. Auch für mich, verstanden? Werdet ihr das mit Runde 2? Welcher Trainer tritt diesmal gegeneinander an? Champ Käffchen gegen Senior Jim, der Biologielehrer. Okay. Gut, dann, dass du einfach mal so während der Schatzsuche zum Champ aufgestiegen bist. Da fehlen mir gerade die Worte. Jetzt bin ich gleich zwei Schüler in meiner Klasse, die den Champ-Rang innehaben. Um ehrlich zu sein, stehe ich schon ein wenig unter Druck. Schließlich will ich als Lehrer gegen seine Schüler nicht in den Kürzeren ziehen. Und denn, sollen wir anfangen? Ich drücke da mal selbst die Daumen, dass ich gut abschneide. Na dann mal los. Arcani. Entspann dich, sei ganz du selbst und dann zeig mir, was du gelernt hast. Okay, hier muss ich jetzt allerdings wieder raus und auf Enter. Leider kriege ich jetzt dann natürlich auch den Angriffsminus. Blitz. Okay. Probetanz. Reicht zum Glück aus. Und Initiative steigt. Antidea. Okay, Fiaro, du bist auch wieder dran. Wasser Eros wird halt nicht ausreichen, glaube ich, oder? Doch, reicht. Okay, super. Oh, okay, war ein Falltreffer. Sehr schön. Okay, Reitschaurecht Level 70. Pampros. Dann Ente. Okay. Terra und Vogeltanz. Los, Enter, mach ihn fertig. Schön. Volamos, alles klar. Raichu. Ich brauch dich mal. Lamos hält zwar ein bisschen was aus, aber sollte... Nein! Ach. Na gut. Oh, und jetzt kommt das Lichtschild. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, Mist. Okay, Server. Was?
ich Level 70, Schluck weg. Okay, Dampfern, dann komm du mal gleich raus. Gut, Erdbeben. Sehr schön. Okay, ja, da setze ich dann noch massiv Fieso ein, oder? Hey, dein Team ist vielleicht stark, hast du besondere Trainingsmethoden oder so? Hier kommt eine Ladung Energie. Terra-Kristallisierung los. Na gut, aber sollte auch sonst kein Problem sein, glaube ich. Na, es reicht nicht aus. Energieball. Ist jetzt nicht so wild. Okay, sehr schön. Gut, die nächste Runde gewonnen. Bleiben jetzt noch zwei. Okay, Fianrolle über 71. Hey, du hast ja... Das hast du aber gut gemacht. Und der Sieger des zweiten Kampfes ist Champ Käffchen. Wow, ein Satz mit X, das war wohl nix. Du hast es echt gut drauf, Käffchen. Bei deinem selbstsicheren Auftreten würdest du sicher einen besseren Lehrer abgeben als ich. Senior Jim. Oh je, der ist der Direktor Wind. Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Wie auch immer, gibt auch, gib doch du in deinem nächsten Kampf alles. Für unsere vier verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Champion Käffchen gegen... Oh Gott. Okay. Tag Neuzugang, die große Akademie-Turnier oder besser gesagt die ultimative Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Ja, das weiß ich doch. Schon bei großen, bloßen Gedanken daran juckt es mich. Aber warum ist sie hier? Wobei, vielleicht soll ich hier jetzt noch... Hä, sie ist doch als Lehrerin... Ach so, die ist eine Lehrerin hier? Als Lehrerin finde ich es als meine Pflicht, meine Schüler den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andererseits darf ich als Kampflehrerin auch gar keinen Fall gegen meine Schüler verlieren. Wie steht's denn so sonst da? Darum sei mir nicht böse, wenn ich im Kampf nicht mit Samthandschuhen anfasse. Aber ich habe gedacht, man kriegt hier irgendwie pro Kampf Items. Okay, Legios. Na, das war jetzt mal vier Jahre die richtige Wahl. Das wird ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Okay. Kampf, das sollte jetzt nicht so viel wie. Naja, es geht. Okay. Verteidigung sinkt. Hätte nicht zuerst angreifen können, dann wäre er weg gewesen. Okay, gut. Okay, Tauros. Das ist auch Kampf. Ah, die hat hier... Sag mal, das ist Wassertauros, ne? Los, Raichu.
Steinhagel, gut. Gut, dass ich aufgerechnet habe. Okay, und jetzt der Donnerblitz. Okay, reicht zum Glück aus. Aber jetzt hat sie noch das Feuertauros. Stimmt das? Gucken wir mal. Ja, okay, gut. Ja, mit Medroa ist das halt nicht so schön. Okay, sehr schön. Meditalis. Jupp, Mastifioso. Okay, ja, wenn er jetzt eine Kampfattacke durchkommt, dann wird es wehtun. Ich hoffe, dass das ihm jetzt ausreicht. Weil sonst könnte das, glaube ich, sehr wehtun, wenn da jetzt so ein Nahkampf oder sowas durchkommt. Und? Ja, reicht auch, sehr schön. Okay, Restadero. Ja. Los, komm, Dompfan. Obwohl, nee. Ich bin nur Boden. Nee, das passt schon. Alles gut. Alles okay. Gut. Ja, komm, ich setz mal Eiskreise rein. Ja, sehr schön. Gut. Und für die Narelle 75. Ja, komm, wie die Nara, dann darfst du jetzt auch noch ran gegen Hanivana. Gute Arbeit, damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Bitte die Mondgewalt. Wer hier und jetzt gewinnen will, muss sein Mess. Okay, irgendwas. Okay, reicht's aus? Ja, aber sowas von. Sehr schön, danke für die Nara. Okay, das war die nächste Runde, die wir gewonnen haben. Beim Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst in Kampfkunst steckt. Der Sieger des dritten Kampfes ist Schermkäffchen. Diese Niederlage schmerzt besonders, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück, ganz im Gegenteil, ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es überrascht dich vielleicht, das zu hören, aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kinder doch wohl kaum damit in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt, nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf, habt den Sieg fest im Blick und gib alles. Toi, toi, toi. Okay. Jetzt kommt der letzte Kampf. Damit erwarten uns endlich das große Finale des Turniers. Mal sehen, welche beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Schermkäffchen gegen... Oh, wow.
unser Ehrengast in diesem Turnier, Top Sham Zagaria. Ach du Gott, schön dich zu sehen, Sham-Käfchen. Ich dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unserem Können zu feilen. Das hier im Finale zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen. Tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nahe. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorstandsvorsitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zur Höchstleistung treiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Rede kurzer Sinn, lass uns das Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Oha. Ja, das wird jetzt spannend. Okay, aber sie startet mit dem gleichen. Du und ich gemeinsam werden wir die anderen den Weg weisen. Ja, ich gehe mal Massifioso. Massifioso, so. Lichteinschlag. Hat keine Wirkung. Sehr schön. Dann mal den Knirscher. Ah, Reflektor, das ist schlecht. Ja, jetzt überlebt es natürlich. Zauber, aua. Okay, ich bleibe im grünen Bereich, das ist gut. So, das ist weg. Okay, auch Level 52. Das war doch hier das Ding, ne? Das Schaf. Oder? Oder ich glaube schon. Oder irre ich mich? Ich verwechsel das jetzt nicht, oder? Das war jetzt das Schaf, oder nicht? Ja, Gott sei Dank. Gut. Fiaro, Flambitz bitte. Wir sind hier ins Finale, jetzt machen wir keine halben Sachen mehr. Uff. Ah, der Reflektor. Da war ja noch was. Trotzer. Ja, aber du kommst nicht dazu anzugreifen. Nochmal Flammenblitz. Okay, das war's. Sehr schön. Okay. Klar, die Imperior. Das war dieses komische Ding, ne? Das müsste, glaube ich, von Typ Stahl sein. Okay. Nochmal Flammenblitz. Ja, der Reflektor nervt halt gerade noch, ne? Oh. Tschüss, Fiaro. Ja, dann noch ein Volltreffer dazu. Vierfach effektiv plus Volltreffer. Das ist ein bisschen unfair jetzt. Okay. Dampfern? Komm mit Erdbeben. Das Dampfern, gib alles. Kniefallspalter. Okay. Bam, sehr schön, gut. Okay. Agilu, das war der Dings, ne? Einmal Raichu bitte. Geht Raichu. Okay. Donnerblitz. Gut. Und Aktilas.
verwechsel ich mal wieder zu Ente. Da gibt es jetzt einen Nahkampf. Wie viel Punktwahl hat sie jetzt noch? Gucken. Noch zwei. Okay. Ja, ich gehe auf den Nahkampf. Okay. Was kommt da jetzt? Body Press. Aua. Na gut. Okay. So, was kommt jetzt noch? Lumiflora. Ach, das Ding. Machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, der eines Finales würdig ist. Okay. Ich gehe jetzt nochmal aufs Ganze. Leuchte hell wie die Zukunft Paldeas, Lumiflora. Aber was ist das bitte für ein Typ, wenn das gegen Wasser sehr effektiv ist? Weil das Ding sieht doch aus wie eine Pflanze, oder nicht? Okay, so ist jetzt Gestein. Und es reicht auch, sehr schön. Damit hat dann auch Ente gewonnen. Das Turnier hier. Na, ist ja passend. Mit unserem ersten Pokémon gewinnen wir jetzt hier den letzten Kampf. Merkwürdiges Ding. Naja. Okay, es überlebt sogar noch knapp. Paldea hat eine strahlende Zukunft vor sich. Unglaublich, der Sieger des großen Akademie-Turniers. Und somit der allerstärkste Pokémon-Trainer der Akademie ist Champ Käffchen. Wow! Du hast das geschafft, Käffchen. Käffchen, Käffchen, genau. Feuert mich an, Volk. Oh Gott. Boah, ich merke auch schon, meine Stimme ist wieder mal komplett im Arsch. Ist schon anstrengend, so ein paar Stunden aufzunehmen. So, was gewinne ich jetzt? Ich will einen Schwerball und einen Mondball. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kämpfer am heutigen Tag hat die Brande zwischen Pokémon und Trainer so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmel zählt. Mit Tradition als Fundament wächst Stärke bis ans Firmament. Wow. So lautet das Motto der Orange Akademie. Und dieser wundervolle Wettstreit stand ganz in diesen Zeichen. Da meine Ansprache dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zum Ende kommen. Ohne weitere Umschweife begebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorsitzende Sagaria. Bitte sehr. Angetrieben vom lautstarken Zuspruch aller Anwesenden haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz Paldea beseelt und stimuliert. Champ Käffchen hat seit dem Ablegen seiner letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, arbeitet er unablässig an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funken auf alle Menschen hier in Paldea überspringen möge. Somit wird diese Region stets auf neue die Champs von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Signora Sagaria, haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, um das Turnier zu beenden. Doch ihm verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademie-Turnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. Also gut, das ist jetzt die Erklärung, dass ich es halt immer und immer wieder machen kann. Wow, fantastisch, Senior Direktor. Geniale Idee.
Vielleicht sollte ich nächstes Mal auch teilnehmen. Wow, ich freue mich so, juhu. Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, nie wieder. Den Spaß werde ich mir nicht nochmal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Okay, also sind dann beim nächsten Mal auch scheinbar auch andere Gegner mit dabei? Sehr schön, dann erkläre ich hiermit das erste große Akademie-Turnier offiziell für beendet. Habt alle recht herzlichen Dank. Ich freue mich bereits darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen zu dürfen. Danke! Okay. Benutzt meine Items? Käffchen, du hast es geschafft. Glückwunsch zum Sieg. Das war der Hammer. Mensch, es hat mich ganz kirre gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schulschlacht zu nennen. Ach übrigens, hier ist ein Preis. Du hältst eine Sportkap. Wow. Direktor Klabe meinte, er habe in dem ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihn dir zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich dir den Thron des allerstärksten Trainers, Käffchen, aber mache es dir darauf nicht zu bequem, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Partie. Wenn du wieder am Turnier teilnehmen willst, dann melde dich einfach beim Turnierhelfer an. Weißt du was, Käffchen? Seit du hierher nach Baldea gezogen und mein Rivale geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir uns begegnet sind. Sprich's mir aus der Seele. Mach mich ja nicht verlegen, ich sehe nur ungern so rot wie ein Taumelbeerer aus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel öfter. So. Ich krieg jetzt keine anderen Items. Wie geht's, wie steht's, Kevin? Hier ist Jim. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Triumph im großen Akademieturnier. Eine klasse Leistung. Als Klassenlehrer des stärksten Trainers der Akademie könnte ich kaum stolzer sein. Ach ja, natürlich, ich komme sofort zum Punkt. Ich wollte dir mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem fordernde Terra-Raids auftauchen. Ständig erreichen uns Berichte von Schülern, deren Pokémon verletzt wurden. Das Lehrerpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob uns das preisgekrönte Turnier erst nicht unter die Arme greifen könnte. Klar. Supi, das freut mich. Besten Dank. Gut, das sind dann jetzt halt auch die ganz starken Raids, also die Level 7 Raids, die ja absolut gut funktionieren. Deine Pokédex-App wird alle relevanten Dateien automatisch aufzeichnen, sodass wir sie später auswerten können. Dann rechne ich damit, dass du dir einige dieser knallharten Terra-Raids zeitnah vornimmst. Aber selbst du als Trainer Ass solltest die Raids nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall erleben, wie sich einer meiner lieben Schüler dabei verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich danke dir für deine Hilfe. Habe ich jetzt echt nur diese blöde Kappe bekommen? Es ist ja mehr die Verarschung. Ich will einen Schwerball haben. Jo. Ja, das ist bestimmt dann jetzt erst ab nächsten Mal, oder? Ja gut, dann leider habe ich jetzt keine guten Items bekommen. Alles klar, gut, dann würde ich mal sagen zu dieser XXXXL. Oh, meine Stimme. Na gut, dann würde ich jetzt mal sagen zu dieser letzten XXXL-Folge. Ja, nochmal Dankeschön fürs Anschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Käffchen.